No. USA-Trip mittlerweile der Take 11. Szene 1. 14.05. 1999. Na, sag ich mal. Action. Ja. Auf nach Page. Zum Staudamm, zum Horseshoe und zum Antelope Canyon. Oh yeah! Nacktschnecke, naja. Heute geht's nach Page und da wollen wir uns den Antilope. Antilope. Ich weiß nicht, ob das mit Antilope zu tun hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
vielleicht weil es so gestreift ist, den Antelope Canyon angucken. Wir werden uns zwei Stück. Und wir wollen uns den Horseshoe angucken. Horseshoe Bend. So, jetzt wollen wir gucken, wie einfach wir da zum Antelope Canyon kommen. Ob wir das laufen können. Da vorne haben wir eine Überblickkarte, Alibaba. Wir haben jetzt hier, Alibaba ist total zwiegespalten. Beziehungsweise ich auch. Die wollen hier 50, die wollen $50 haben für eine Stunde geführte Tour da. Ich lasse jetzt hier los. 10-Euro-Schein, wenn der auf der Seite landet. Wir werfen jetzt eine Münze. Da kostet es 50-40? 50-40 und dort 55. 50. Hier sind wir 40 Cent billiger. Ich werfe jetzt einen Euro am besten, oder? In Euro. Und bei der 1 gehen wir rein. Und beim Adler oder was immer da drauf ist. Oder was und beim Brandenburger Tor oder Adler gehen wir nicht rein. Hey, na los! Also bei der 1 gehen wir rein, bei der 1 gehen wir rein. Du musst aber drehen und dann fangen und dann auf den Arm knallen. Das ist ja nur noch Bauer. Ach so, na dann. Kannst du mir nicht kein Geschiss nach. Ja, ja, mach. So, fahr mal los. Komm. Wir fahren weiter. Werf nochmal. Das ist, wir sollen einfach nicht. Alle guten Dinge sind drei. Was soll ich sagen? Wir müssen rein, wir müssen rein. Na gut, dann muss ich nochmal, oder? Oh, jetzt unentschieden. Okay. Das hieß beim nächsten. Beim nächsten entscheidet sich. Ja. Müssen rein? Na, wir gehen rein. Wir gehen rein. Ah, Scheiße. Also, ich sehe uns noch nicht da drin, weil da gibt es extrem lange Wartezeit, wenn du nicht reserviert hast. Wir haben nicht reserviert. Und wir wollen aber auch nicht 3 Stunden hier sitzen. So. How many do you have? Heißt, wie viel seid ihr? Ja. Das weiß ich auch. Wir sollten jetzt 5 Stunden warten. Um Nachmittag 17 Uhr hätten wir geführt werden können. Nee. Wir sind eine Stunde vorher. Wir sitzen hier keine 5 Stunden rum und warten. Das heißt, wir fahren mal dahinter, probieren den Weg, ob wir da vielleicht reinkommen, spaßeshalber, und ansonsten fahren wir zum Horseshoe. So, wir haben jetzt für Tomorrow gebucht, wenn wir heute nichts mehr gekriegt haben. Ah, also, wir sind beim Horseshoe angekommen und hier kostet es auch nochmal $10 fürs Auto. Also die Indianer, die, wieso nicht, die haben es raus, also die wirst du nur ausgenommen in Arizona, wenn du hier bei Page oben bist. Alibaba ist dran. So because a fitting below the waterline failed. 32% of boats that sink at the dock do so because of the rain and snow runoff, according to cases filed with Boat US Insurance Division. Another. Ist das ein Nackentuch? Zur Not. Wo sind wir denn eigentlich? Arizona oder Utah? Ah ja. Müssen wir wohl noch mal eine Runde laufen, bis er runter. Ja, wollen wir mal gucken, wie das Ding ausschaut. Ja, das sieht schon so scheiße. Na, das ist ein Ding. Das ist ein Ding hier. Ja, dann wollen wir mal hoffen,
dass wir die 50 Dollar gut investiert haben und dass morgen ein schöner Antelope Canyon ist. Und wisst ihr, was auch eine gute Investition ist? Einfach mal den Daumen zu abonnieren. Das ist nämlich total kostenlos, genau. Genau. Also. Nur einen Klick. Hat es dir gefallen? Das war eigentlich doch gut. Vielleicht auch, wie tief wird denn das sein? 200 Meter? Das war tief, ja. 200, 300 Meter war das schon tief. Ja, kann man mal machen. Und ja, jetzt, also, Horseshoe Bend empfehlen es. Für nur 10 Dollar? Dieses Jahr nur noch 10, nächstes Jahr eventuell schon 15. Und jetzt machen wir mal nach Page City. Wir müssen natürlich jeden amerikanischen Fastfood Store mitnehmen. Und heute steht auf dem Programm Taco Bell. Taco Bell. Aber hoffentlich gibt es nicht nur Tacos. Ich will was Richtiges essen. Taco Bell. Wir sind ja schon wieder einkaufen. Unser täglicher Einkauf darf natürlich nicht fehlen. Ene oder ist Kilo oder ist Pfund oder ist LB? Was heißt denn LB? Wie viel haben wir bezahlt, Alibaba? Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Haben sie mir so übers Ohr gehauen? So, Einkauf ist beendet. Alibaba tut das, seine Figur und ist ein Möhrchen. Wir wollen jetzt nochmal zum Staudamm von Page, Colorado River. Na, das sieht ja ganz nett aus hier unten. Wir haben wieder die falschen Schuhe an. Ah, das ist natürlich wieder very pretty hier lang zu laufen. Wer hat denn diese Treppen konstruiert? Aber hat er 3,8 im Turm gehabt hier. Das Gefühl, es geht barfuß besser hier. Ja. Hi. Phantom 4? Yeah.
Great. Da müssen wir wohl auch noch mal mit der Drohne hier in Rünschen fliegen. Tut mir leid, konnte leider nicht fliegen. Flugverbotszone. Gucken, vielleicht komme ich noch von woanders ran, aber von hier geht es leider nicht. Ah. Wenn wir jetzt Glück haben, können wir unseren 80 Dollar Parkpass mal zücken. Das ist natürlich ein Ding. For one night. One night, so it's $14. Okay. And if you have card, we prefer that, but we do take cash. Cash. Cash, okay. Give me just a second. Wie viel hätten wir denn sonst bezahlen müssen? 25 pro Person. Ach, und durch den Parkpass bezahlen wir nur 14? Durch den Parkpass bezahlen wir keinen Eintritt, aber $14 Camping. Alrighty, so $6 is your change, and then I need you to hang this with the marker facing this way. Thank okay. you. Do you need Thank a map? Yeah. Yes, please. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Ah, das sieht sehr nice aus hier mit dem Stein im Wasser. Gut angelegt. Da schwimmen wir gleich mal rüber. Wahrscheinlich. Ich glaube, bis zum Sack ins Wasser gehen. Das war. Also ich finde es ja eigentlich ganz schön hier, aber Alibaba ist irgendwie... Alibaba macht sich Gedanken, ob wir morgen früh den Berg da hoch schaffen mit einem Vor. Das ist Sand. Aber, hinten aber guck mal, da hinten. Ich wollte gerade sagen. Sieht aber auch die Geschattenspuren, sieht man wiederum auch. Ne? Ja. Kannst du runterfahren. Wir werden jetzt mal hier ins kühle Nass springen. Mega Mist gebaut. Ich habe gerade die Karre in den Sand gesetzt. Wir haben sie gerade so frei bekommen. Wir haben aber ein Problem, wir können nicht aus dieser Düne hoch. Die Düne, die ist so sandig. Das ist mega kacke. Jetzt probieren wir mit Anlauf anscheinend irgendwie rauszukommen. Alibaba hat mich schon fast gekillt. Ganz normal rauszufahren oder was?
Die gucken sich das ja wahrscheinlich jeden Abend an. Ja. Ich wäre hier auch nicht reingefahren, ey. Ja, ne. So eine. So ich weiß es doch aber ohne vorher, dass man da nicht. Nee, das weiß man nicht vorher, dass man im Sand nicht fahren kann. Das war unser Versuch, weiter sind wir nicht gekommen. Scheiße, ey. Die Karre steckt fest. Und wir haben auch keine Abschleppöse, nichts haben wir. Und jetzt sind wir ganz frustriert und rennen mal zum Ranger, zum Eingang, in der Hoffnung, da kann irgendwie jemand nachher schicken, keine Ahnung. Okay. Okay, dann werden wir halt auf dem Pickup mitgenommen. Das ist ein ziemlich langer Weg. Also, das ist unser 150 Dollar Abschleppdienst. Der, da gleich unsere Vorderachse dran hängt. Das ist Lou. Und Lou ist, weiß ich nicht, Ü60, Latten stramm, sieht aus wie Weihnachtsmann. Und wir Santa Claus! Und wir verstehen keinen Ton, was er sagt, weil sein Truck uralt ist und mega laut ist. Und hat er was zum Anheben hinten dran? Nee, da. Leute, das hier, in die Uhrzeit. Hast du noch eine Taschenlampe? Ich finde meine nämlich nicht. Na, wenn der uns nicht die Achse wegruppt. Gucken, ob Lou das jetzt schafft, unseren Van rauszuziehen. Okay, no chance. Ah, okay. Ja, lässt Luft raus. Das ist Zischen draußen, lässt Luft gerade aus den Reifen. Also hier ist was los, ich hab das gefilmt. Das ist willkommen bei Fatai Error. Das ist wirklich definitiv. So weit waren wir heute auch schon mal. Waren wir heute schon mal so weit? Naja. So. Lou hat jetzt die Luft rausgelassen aus den Reifen, damit er mehr Fleder hat. Also ich habe mit Lou gerade ein bisschen gesprochen. Ich habe gefragt, ob er das schon öfters macht. Er hat gesagt, er macht das ja dreimal am Tag. Und das war $150. Sind
wir stehen hier den ganzen Nachmittag und versuchen hier, es hilft keiner, ne? Und dann, sobald Lou da ist, der hier irgendwie stadtbekannt, Beach, Strand bekannt ist. Ich fahre nie wieder nach Amerika ohne diese Stacktix-Steaks hier. Lou pusht uns out. Ja. Los jetzt, raus mit dir, du Arsch! Alter, wie geil ist das denn? Ich geh fest, ey. Danke, Lou. Du bist der Held des Tages. Lou, you're our dude. Mip, mip. Oh, ich bin so erleichtert. Gut, 150 Tacken weg, ne? Aber was willst du machen? Was willst du machen? Komm hier an meine Rechte. So. Das ist eine Linse rüber. Also die Linse ist sauber. Die Linse ist sauber. Dann endet somit wieder ein ereignisreicher Tag. Und jetzt haben wir Feuer drin gemacht. Jetzt mal noch ein Abschlussfeuer, Abschlussbierchen, genau. Du musst das bitte lauter sagen. Und warum man nicht mit einem Front-Wheel-Drive-Fahrzeug in Strandregionen fährt, wo man eventuell versacken könnte und dort nicht mehr rauskommt? Das wird jetzt hier oben irgendwo eingeblendet. Einfach mal so ein Tutorial, wie man wieder rauskommt. Oder die Nummer von Lou. Ja. Call Lou. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert einen Daumen. Abonniert einen Daumen. Lasst ein Like da und ein Abo. Also bis dann. Howdy. See you later. Cowboys. Alligator.